Die bekannteste und am meisten verbreitete Schwertlilienart ist die gelbe Schwertlilie. Sie trägt bis zu 10 cm große Blüten, die aus drei äußeren, großen Blütenblättern und drei inneren, kleineren bestehen. Das kann man hier gut erkennen. Die äußeren Blütenblätter sind oft nach unten gebogen und purpurbraun geadert. Die Blätter gaben den Pflanzen ihren Namen. Oft wird sie aber auch mit ihrem botanischen Gattungsnamen Iris bezeichnet. Iris kommt aus dem Griechischen und bedeutet Regenbogen, da die Pflanzengattung Iris sehr farbenvielfältig ist. Die Pflanze wird auch Sumpflilie genannt und früher hießen die Blumen auch Schilfblume und Schwertel. Iris zählt zur Familie der Schwertliliengewächse und nicht zur Familie der Lilien. Zu den Schwertliliengewächsen zählen unter anderem auch Krokus und Gladiolen. Der Artname Pseudazorus bedeutet falscher Kalmus oder auch Scheinkalmus, da man die Schwertlilienwurzeln zur Verfälschung der Kalmusdroge benutzte. Der Kalmus ist und war eine Heilpflanze bei Magen-, Darm- und Gallebeschwerden. Die gelbe Schwertlilie blüht von Mai bis Juli und wächst bis zu 1 Meter hoch. Sie ist ein typisches Sumpfgewächs. So findet man die Pflanze an Ufern und Gräben, in röhrichten und stehenden oder langsam fließenden Gewässern. Und in meinem kleinen Gartenteich. Die gelbe Schwertlilie ist in ganz Europa verbreitet und steht unter Naturschutz, also pflückt sie nicht ab. Verschiedene Irisarten und Züchtungen wachsen als Zierpflanzen in Gärten. Schwertlilien sind giftig, aber nicht sehr stark. Blätter und Stängel enthalten verschiedene scharf schmeckende Wirkstoffe. Die Vergiftungserscheinungen sind Erbrechen sowie Magen- und Darmbeschwerden mit Durchfall. Ferner bewirken die Scharfstoffe Brennen im Mund und Rachen. Schwertlilien sind giftig für fast alle Tierarten. Eine Vergiftung läuft mit starken Schleimhautreizungen, Schluckbeschwerden, Speichelfluss, Magen- und Darmbeschwerden und teils blutigem Durchfall. Die gelbe Schwertlilie wurde früher zum Gerben von Leder verwendet. Man setzte die Pflanze auch gegen Blutfluss und bei Augenleiden ein. Auch geschützt. Auch an moorigen Standorten vorkommend ist die sibirische Schwertlilie. Sie wächst in den gemäßigten Zonen Europas, von Westsibirien bis zum Altaigebirge, das ist teils die Grenze zur Mongolei. Die sibirische Schwertlilie wird, ebenso wie ihre Züchtungen, häufig als Zierpflanze in Gärten gehalten und dies seit ca. 450 Jahren. Die deutsche Schwertlilie gedeiht auf trockenen Standorten auf Kalk. Man pflanzte sie früher auf Burgfelsen als Schutz vor dem Feind. Kam es zur Belagerung, holte man diese Schwertlilien in die Burg. Ob's geholfen hat, kann ich nicht sagen. Die Blütenblätter tragen einen gelben Bart. Damit täuscht die Blume die Insekten, indem sie denen vorspiegelt, dass hier viele Staubblätter mit Pollen zu finden sind. Der Nektar sitzt aber tief in der Blüte drin. Holen die Insekten sich den heraus, bestäuben sie die Blüte. Das X im botanischen Namen zeigt an, dass es sich hier um eine Kreuzung handelt, wohl aus zwei südosteuropäischen und kleinasiatischen Artengruppen. Ein sehr teures Öl wird aus dieser Schwertlilienart hergestellt, aber auch aus Iris pallida und Iris florentina. Das Öl duftet nach Veilchenblüten. Anbaugebiete sind Südfrankreich und die Toskana. Aus sagenhaften 10 Tonnen der Wurzeln, der Rhizome, die vorher 2 bis 3 Jahre lagern müssen, wird 1 Kilo Irisbutter hergestellt. Daraus wird dann das ätherische Öl extrahiert. Dieses Öl soll den Alterungsprozess der Haut verringern. Es wirkt zellschützend, aber auch blutreinigend und schleimlösend bei Bronchitis. Das Öl findet Verwendung in Badezusätzen zur Stressbewältigung und bei Depressionen sowie bei Atemwegserkrankungen. Auch in einer Duftlampe kann man es einsetzen zur Bewältigung von Trauer, zur allgemeinen Harmonisierung, zur Heilung seelischer Wunden. Jetzt stelle ich euch noch ein paar weitere Schwertlilienarten vor, die auch oft in unseren Gärten und Parks wachsen. Dazu drehe ich die Musik jetzt wieder etwas lauter.